Also Leute, es gibt ja einige Holzschalen, die ich in den vergangenen Kursen gedrechselt habe. Und ich muss sagen, das ist so ein Punkt, den mache ich natürlich immer noch gerne. Aber so langsam habe ich zu viele von diesen Holzschalen hier gedrechselt, weswegen ich den Entschluss gefasst habe, endlich ein neues Drechselkursprojekt zu starten. Und darum soll dieses Video hier gehen. Ich zeige euch, welches Drechselprojekt in dem Kurs dann halt eben stattfindet. Ich gebe ja Drechselkurse und darum soll es halt eben in diesem Video auch so ein bisschen gehen. Ich werde euch heute ein neues Projekt vorstellen, was es als Drechselkursformat, kann man so sagen, geben wird. Das Ganze ist auch schon auf der Webseite inseriert. Im April findet der erste Kurs statt. Und was drechseln wir da? Diese schöne Platte. Lasst euch nicht verwundern, ich habe die ganze Werkstatt ausgeblasen, deswegen ist sie relativ staubig. Wie gesagt, ich will nicht die Freude an diesen Drechselkursen verlieren, weil wenn man zu oft diese Schale hier drechselt, und da habe ich jetzt schon einige von hergestellt, dann wird es auch für mich irgendwann so ein bisschen langweilig. Es ist zwar immer noch schön, den Kursteilnehmern zuzuschauen, wie es halt eben bei denen klappt, aber ich will halt auch eben selber so ein bisschen Spaß dran haben. Ich stehe da den ganzen Samstag, deswegen soll es halt auch mir so ein bisschen Freude machen, dass ich halt eben hier so ein bisschen variieren kann. Und genau, das ist der Plan. Die erste Sache, auf die ich eingehen will, ist ebenso die Größe. Ihr seht hier, diese Holzschale ist relativ klein im Durchmesser und bei diesem fortgeschrittenen Kurs, da benutzen wir nicht nur ein paar weitere Werkzeuge, da will ich auch, dass meine Teilnehmer eine sehr, sehr große Platte mit nach Hause mitnehmen können, denn so eine richtige Schale ist es natürlich nicht. Es handelt sich hierbei um eine Platte und aus dem Grund, weil wir da so ein bisschen genauer auf diese Details eingehen, wie man die halt eben macht, ohne dass sich das Werkzeug verhakt, ist es auf der Webseite als fortgeschrittenen Kurs ausgeschrieben. Ich sag mal, wenn man noch Probleme hat, die Innenseite auszudrechseln, absolut kein Problem. Nur man sollte das Werkzeug mal in der Hand gehabt haben und sollte ja erste Erfahrungen mitgemacht haben. So ist das Ganze als fortgeschrittenen Kurs gemeint. Die Rohlinge müssen natürlich erstmal an der Bandsäge rundgeschnitten werden. Diese Drechselbänke hier, die ich im Kurs benutze oder die vielmehr meine Kursteilnehmer im Kurs benutzen, die sind natürlich relativ leicht. Deswegen war das mit diesem Video auch für mich mal so ein Experiment, um zu schauen, ob die Drechselbänke diese Unwucht der relativ großen Teilen in Kombination mit diesem Gestell hier überhaupt vertragen. Das heißt, als erstes habe ich hier dann den Rohling aufgespannt und habe das Ganze rund geschrubbt. Da bin ich nicht ganz so genau drauf eingegangen. Schaut deswegen bitte auf diesem Video hier vorbei. Da zeige ich euch, wie ich die einzelnen Arbeitsschritte auch so durchführe, wenn ihr eine Schale zum Beispiel mal drechseln wollt. Schaut euch das Video an, das ist so ein Ratgeber 1:1, wie ich es halt eben auch im Kurs mache. In den normalen Anfänger-Drechselkursen benutzen wir ein solches Spannfutter mit diesen Spannbacken. Mit diesen Spannbacken könnte man auf jeden Fall auch diese Holzplatte drechseln. Aber ich finde, es ist immer was anderes, wenn man in der Gruppe von Teilnehmern, die sowas zum Beispiel noch nicht so oft gemacht haben, da ist es immer was anderes, wie als wenn man es alleine bei sich zu Hause in der Werkstatt macht. Deswegen werden die ganzen Spannfutter einmal umgerüstet auf größere Spannbacken. Braucht man zwar, wie gesagt, nicht unbedingt, wenn man das zu Hause macht, aber mir persönlich ist es lieber im Drechselkurs dann solche Spannbacken zu benutzen, weil wir einfach ein bisschen mehr Oberfläche haben, die wir verspannen können. Und deswegen wird jetzt erstmal hier dieses schicke Spannfutter umgerüstet. So, Spannfutter ist fertig umgerüstet. Ich habe Spannfutter einmal ganz zugedreht, eine Umdrehung geöffnet, also sind wir ungefähr bei 100 mm. Ich schalte jetzt die Drechselbank ein und markiere ich mir den Durchmesser. Das passt auch schon und den können wir jetzt ausstechen. Ich habe ja so eine Platte schon mal gedrechselt, nur hier ist es halt eben jetzt so die Kunst, alles so sich auch ein bisschen zu merken für den bevorstehenden Kurs, wenn der halt eben zum ersten Mal passiert, dass ich auch sagen kann, komm, hey, mach jetzt hier eine Markierung von, sagen wir mal, 2,5 cm, damit das unser Kranzsystem halt eben nicht wegdrechseln, weil irgendwo muss die Schale halt eben auch draufstehen. Außerdem werde ich in diesem Kurs auch so ein bisschen den Schaber vermitteln, dass man zu Hause weiß, hey, so benutzt man den Schaber. Und ich sehe jetzt auch eine Sache. Ich glaube, dass der Rohling mit 65 mm, was er halt eben vorher hat, dass er so viel zu dick ist. Denn so kommt die Platte halt eben nicht wirklich raus. Das bedeutet, ich werde den Rohling später auf 52er Blockware quasi runterdrechseln. Ich habe halt jetzt nur dieses Material hier, mit dem ich es einmal üben kann. Deswegen markiere ich mir hier einmal den Durchmesser. Können wir das mal hier auf 50 nämlich gehen. So, dann schauen wir mal, wie wir da jetzt ein bisschen Form reinbringen.
dem Kurs will ich dann auch ein paar weitere Werkzeuge mit einführen. Und zwar ist das in diesem Fall der Meißel. Der ist wunderbar, wenn wir jetzt hier so eine Detailarbeit, wie wir es gleich machen werden, vornehmen möchten. Ich werde euch einmal zeigen, wie es geht. Und das werde ich dann auch meinen Kursteilnehmern zeigen, worauf man hier halt eben genau achten muss. Zu so einem Kurs gehört es natürlich auch immer so ein bisschen auszuprobieren, was kann man noch tun, wenn es halt eben mit dem Werkzeug noch nicht so genau klappt, weil man noch nicht so viel Übung hat. Deswegen habe ich hier diese Seite auch mal mit dem Rundschaber bearbeitet, einfach um zu sehen, ob die Qualität der Oberfläche gut genug ist, dass man das halt auch eben in der Kürze der Zeit rausschleifen kann. Das ist okay, natürlich hat man mit der Schalenröhre eine bessere Oberfläche, deswegen werde ich jetzt noch eine Technik anwenden, die ich dann auch in dem Kurs wohl zeigen werde. Und zwar ist das hier mit der Schalenröhre keinen gedrückten Schnitt, sondern einen gezogenen, sehr, sehr steil angesetzten Schnitt, mit dem man eine richtig brillante Oberfläche erzeugen kann. Werde ich euch einmal noch im Detail zeigen, wie das dann aussieht. Ich lasse die Oberfläche mal hier gerade stehen und speziell im Stirnholz sieht man jetzt schon, ist die Oberfläche viel besser verschlossen. Wir haben keinerlei Ausrisse und das hier lässt sich schon mit 120 beginnend wunderbar schleifen. Und so sieht es dann aus, wenn man das Ganze mit der Röhre bearbeitet hat. Wir sehen hier natürlich noch minimalste Riefen, aber es muss ja sowieso noch geschliffen werden. Wenn wir da mit 120er drüber gehen, da werdet ihr gleich sehen, da sieht die Oberfläche schon brillant aus. Ja, ums Schärfen geht es natürlich immer beim Drechseln. Das werde ich dann auch entsprechend zeigen. Da muss ich noch ein bisschen neues Werkzeug kaufen, damit es meine Teilnehmer halt eben einfacher nachmachen können und ich es halt auch eben entsprechend gut zeigen kann. Aber ich sag mal, so eine Schalenröhre, ein Meißel, das werden dann meine Teilnehmer alles selber schärfen. Da muss ich nicht so viel schärfen während dem Kurs. Spaß beiseite, ich werde zeigen, wie man das Werkzeug schärfen kann und darum geht es ja natürlich auch beim Drechseln. Hier haben wir noch relativ starke Ausrisse. Die werden wir jetzt einmal wegarbeiten, damit wir gleich weitermachen können. Keinerlei Ausrisse, eine wunderbare Basis, um jetzt weitermachen zu können. Die Schale hier ist jetzt erstmal fertig gedrechselt von der Außenseite. Und da sind wir beim nächsten springenden Punkt. Jetzt können wir die Absauganlage anmachen, die garantiert ein schleifstaubfreies Arbeiten. Und da bin ich immer noch sehr, sehr happy, dass das wirklich so gut funktioniert. Das ist ein absolutes Upgrade. Deswegen schalten wir das Teil einmal ein, damit ich gleich nicht im Staub stehe. Schönste kommt natürlich jetzt. Jetzt kommt das Bienenwachs-Finish hier drauf. Ich trage es erst bei stehender Maschine auf und dann kann ich es gleich noch bei laufender Maschine einpolieren. So bekommt man jetzt einfach ein gutes Stück simpler und einfacher das Material auf die Schale. Hi Vater! Hi! Und hier auch jetzt wieder als nächsten Punkt. Wie vermittle ich das Ganze, dass man auch versteht, wie man das Ganze tut? Damit halt eben die Arbeitsschritte, wenn man es noch nicht so oft gemacht hat, ein bisschen einfacher von der Hand gehen und vor allen Dingen sicherer. Ich würde jetzt, wenn ich persönlich die Schale drehen würde, als erstes den äußeren Rand drechseln. Da ist aber halt immer die Gefahr, dass wenn man das Werkzeug falsch ansetzt, weil sich hier eine Lippe ergibt, dass man zu viel Schneideneinsatz hat und dann halt eben sich verkeilt. Deswegen werde ich im Kurs als erstes hier die schalenähnliche, ja, Schalenform ausdrehen und erst danach werde ich dann im Kurs hier oben diese Lippe andrehen, damit halt eben diese Verkantungsgefahr, dass die gar nicht erst entsteht. Wie gesagt, ich persönlich arbeite mich immer gerne von innen nach außen oder von außen nach innen, aber wenn man das schon sehr, sehr, sehr lange macht, dann ist das immer was anderes. Deswegen werde ich jetzt auch im Kurs als erstes hier die Schaleninnenseite ausdrehen.
Die Schaleninnenseite wäre jetzt mit der Schalenröhre schon komplett fertig gedrechselt. Aber auch in dem Fall gilt es wieder, ich bekomme das hin, aber ich muss ja auch irgendwie schauen, dass wenn der Kursteilnehmer das jetzt nicht perfekt hinbekommt, dass ich eine Möglichkeit habe, dass der das trotzdem vollendet bekommt. Das heißt, jetzt werden wir die Innenseite einmal mit dem Rundschaber nacharbeiten und dann kümmern wir uns oben um den Kranz. Und da geht es nochmal mit ein paar weiteren Werkzeugen weiter. Also ihr seht, die Innenseite ist schon ausrissfrei und die Oberfläche sieht auch schon sehr gut aus. Aber wir gehen jetzt auch einmal, dass wenn jemand mal am Kurs teilgenommen hat, dass er sich das hier auch noch mal als Videolektion ansehen kann. Deswegen gehen wir jetzt noch einmal mit dem Rundschaber durch die Innenseite. Wer ruft mich an? Ja, Vater! Ah, ist das edel. Das Projekt ist vollendet. Ah. Und so sieht die Schale übrigens aus, nachdem wir so fertig gedrechselt haben. Wenn ihr das glaubt, habt ihr nicht richtig aufgepasst, denn diese Schale hier, diese Platte, habe ich nicht in diesem Video gedrechselt. Die habe ich nach dem Video nochmal gedrechselt, weil ich wollte das Ganze einfach nochmal für ein anderes Spannfutter ausprobieren, denn ich benutze zwei Arten von Spannfuttern in den Drechselkursen. Deswegen wollte ich einfach das Ganze nochmal drechseln, um auch so ein bisschen die Maße nochmal prüfen zu können. Das bedeutet, in diesem Video haben wir diese Platte hier gedrechselt und die habe ich danach nochmal gedrechselt. Das Kursprojekt hier hat richtig Spaß gemacht und ich denke, das wird auch in den nächsten Kursen, die halt eben stattfinden, richtig Spaß machen. Ein großer Punkt ist halt eben in dem Fall zu zeigen, wie man auch die verschiedenen Werkzeuge schärft, denn der Meißel kommt ja zum Beispiel neu in dieses Drechselprojekt rein und da muss ich noch ein paar Dinge vorbereiten, damit ich entsprechendes Werkzeug habe, dass meine Teilnehmer das hier zum Beispiel auch selber schärfen können. Schaut gerne in die Videobeschreibung, da findet ihr die Drechselkurse, natürlich auch die Anfänger-Drechselkurse und außerdem wurde die Webseite einmal komplett überarbeitet und so hoffe ich, dass ihr euch ein bisschen besser zurechtfindet. Und genau, bis zum nächsten Drechselkurs sage ich ciao.